Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Espero no hay felicidad. Hallo und einen schönen 3. Dezember. Ein wunderbarer Montag. Aber es ist nicht mehr lange und dann haben wir frei und Weihnachten. Und ja, aber heute sieht das Türchen so aus. Wir sehen, oh je, eine Schaltfläche mit Zeichen drauf. Oh, ich glaube, das ist die Geheimschrift, die verschnörkelte. Aber okay, wir lesen. Schnell war die Dose mit dem Fett gefunden und Onkel Titus schmierte damit die Winde ein. Und fertig! Seht ihr, funktioniert wieder. Wenn ihr euch vor Weihnachten übrigens noch ein paar Dollar verdienen wollt, dann könnt ihr mir später helfen, die schwere Wasserpumpe bei meinem Kunden auszuladen. Wie immer waren die drei Fragezeichen knapp bei Kasse. Und am Abend saßen sie alle zusammen im Pickup. »Der Kunde ist übrigens etwas seltsam und merkwürdig«, erzählte Onkel Titus während der langen Fahrt. Justus' Neugier war geweckt. »Seltsam und merkwürdig? Das ist ganz nach meinem Geschmack«, sein Onkel fuhr fort. »Wir haben uns bisher nur am Telefon unterhalten. Der Mann sprach irgendwie in Rätseln. Es dauerte eine Weile, bis ich begriff, was er überhaupt wollte. Nach einer Stunde stoppte er den Wagen vor dem verschlossenen Tor eines alten und leicht zerfallenen Hotels. Es stand oberhalb der Steilküste, direkt am Meer. Peter stieg aus und ging zum Tor. »Hier gibt es so eine sonderbare Tastatur. Wahrscheinlich muss man den passenden Code eingeben«, und so wie die Tasten aussehen, wurde das auch schon oft gemacht. Aufgabe! Welcher dreistellige Code könnte es sein? Fällt dir an ein paar Tasten etwas auf? Schau sie genau an. Ja, oben links definitiv und die zwei unten links, ne? Oder? Haben wir das hier irgendwo? Dieses Zeichen? Nö, haben wir nicht. Oh, okay. Also, ist nicht der Dreck der Indikator davon? Fällt mir noch was auf? Ah, da! Das ist ein bisschen weiß angedingst, ne? Das sind dann doch so ein Dreieck, also dieser Kreis mit dem Dach obendrauf. Dann diese zwei um unten und oben so ein Dingens und dann dieses ME. Ich glaube, dieses ME, ist das nicht auch das Zeichen für Jupiter? Ja, das wäre Lösung Nummer 2. Die Glocke. Die Glocke, und ich habe sie schon gefunden. Hier, Leute, die Glocke. Ach so, ihr wollt wissen, was da drin ist. Talalalala. Fall nicht raus. Oh, das ist wieder sowas. Oh. Ja, die Frage ist das jetzt das, was da drin sein sollte? Weil da sind zwei Sachen drin. Aber ich glaube, das eine gehört nicht da rein. Weil einmal ist eine Münze drin. Okay, die Münze gehört wohl nicht da rein. Okay. Das hier ist drinnen. Ähnliches hatten wir auch schon bei den anderen Adventskalendern. Das leuchtet, glaube ich, dann in der Nacht. Zumindest fühlt sich diese Schicht da oben so an. Oder es sind Sticker. Oh, es sind Sticker. Vielleicht sind es ja Sticker, die leuchten. Wir schauen einfach mal nach. Wenn das Licht plötzlich ausgeht, müssen sich die Augen erst einmal an die Dunkelheit gewöhnen.
Mit den nachtleuchtenden Stickern kannst du aber sofort deine Sachen im Dunkeln entdecken. Oh ja, genau. Ich kann ich brauche keine Taschenlampe, ich habe Sticker. Das Geheimnis des Leuchtens ist eine besondere Eigenschaft des chemischen Stoffs, der in die Druckfarbe gemischt wurde. Er ist phosphoreszierend. Das bedeutet, dass er Licht aufnimmt und die Lichtenergie speichert. Und dieses Licht strahlt der Stoff dann wieder ab. Besonders gut zu sehen ist das natürlich im Dunkeln. Okay, wir laden das mal auf. Ich lade hier mal die Geister auf. Mega an meinem Licht. So, jetzt mache ich das Licht aus gleich. Ah, genug aufgeladen. So, und wir machen alles Licht. Okay, ich habe noch ein Licht übrig. Ich lade es hier mal schnell auf. Und dann mache ich es aus. Schau, dass ich auch nicht fehl, ne? Oh, aber ihr seht, es leuchtet, ne? Okay, meine Bildschirme haben noch Licht. Es leuchtet aber, ne? Ein bisschen. Ein bisschen. Okay. So. Licht. Nun war das der 3. Dezember und wir sehen uns morgen zum 4. Dezember. Kann ich hier so Schattenspiele machen? Wie geht das denn? Wie geht denn dieser komische Fuchs? Keine Ahnung. Oh. Okay, das ist ein... Weiß nicht was. Das ist so ein Alien-Ding. Okay. Ja, so viel dazu. Schöne Träume. Bis dann.